Servus, grüßt euch und hallo, der DJ Nick heißt euch wieder ganz herzlich willkommen auf Kanal 4000 zu einer neuen Folge von Prison Architect. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, das kleine was wir gerade gehört haben, das war die Eröffnung des Tages, denn es ist 7 Uhr in der Früh und da sollten eigentlich die Zellen aufmachen. Ja, also wir sind mit unseren Planungen wirklich so gut wie abgeschlossen. Ich habe mir das Ganze nochmal durch den Kopf gelassen. Habe aber irgendwie keine Verbesserungsmöglichkeit gefunden. Mir gefällt es total gut so und ich würde es jetzt gerne mal so versuchen, alles andere, ob es denn dann auch wirklich so klappt, werden wir dann schon feststellen, ob es wirklich so klappt und gegebenenfalls sind Verbesserungen angesagt und wenn nicht, ist alles, wir lernen alles für die nächste Staffel eventuell ja mit dazu. Also, bevor wir aber uns jetzt da drauf stürzen und das Ganze jetzt wirklich ausführen, ein kurzer Blick in die Bürokratie, denn wir müssen wieder einige Dinge freischalten und wir schalten das jetzt einfach so nach und nach, schalten wir das einmal frei. Einsatz, was es ermöglicht, ihn dauerhaft wachen, in den verschiedenen Trakten ihres Gefängnisses zu stationieren. Wir brauchen das jetzt alles. Also ich würde jetzt einfach sagen, weil das auch nicht so viel kostet. Einsatz benötigt einen Sicherheitschef. Alles klar, gut. Dann machen wir das mal noch nicht, sondern machen jetzt erstmal die Wartung und können aber eigentlich haben wir nur Büro frei, oder? Ja, wir haben noch mehrere Büros frei. Gut. Wobei ich den Sicherheitschef, den würde ich eigentlich ganz gerne dann im Sicherheitsbüro unten einquartieren. Jetzt schauen wir mal. Die Buchhalter haben wir, der Vorarbeiter, den können wir noch nicht einstellen. Okay, gut, dann würde ich jetzt sagen, stürzen wir uns erstmal drauf auf diesen Zellenblock und bauen jetzt diesen ersten Zellenblock. Das Geld sollte ausreichen. Ja, und deswegen legen wir jetzt los. Und jetzt schauen wir mal Fundament und jetzt legen wir mal, und zwar ist es diesmal natürlich ein Betonfundament und dann legen wir jetzt erst einmal hier das Fundament. So, da und jetzt schalten wir einmal ein bisschen auf schnell, dann haben die Jungs was zu tun. Da rauschen auch schon die LKWs rein mit dem Material. Auf geht's, Jungs. Stürzt sei mal hinein. Und was wir auch brauchen zuerst sind ja immer die Türen. Oh, da haben die ganz schön abgeholzt. Okay. Und zwar haben wir ja, wir wollen ja, jetzt schaue ich da nochmal nach, bei der Einlieferung eben die normale Sicherheitsstufe. Und das sind, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, die Jungs mit den orangefarbenen Kitteln und deswegen große Gefängnistür in Orange. Genau, die kommen wir hierher, damit wir auch sehen, was wir da drin haben. Und dann auch hier noch eine als Zugang für den Hof. So, lala. Und im Hof, da kommt dann eben ein Zaun drumrum. Hier oben kommt ein Wachhäuschen her. Ja, also das denke ich mal, sollte alles ganz gut passen. Ist ein bisschen arg groß, der Hof, aber okay, gut. Mei, wollen wir nicht so sein, gell, zu unseren Gefangenen. Und was wir auch brauchen, das sieht man hier unbedingt einmal ein paar Putzkräfte, die hier mal ein bisschen aufwischen. Und während jetzt unsere fleißigen Arbeiter hier mal ordentlich reinhauen, schauen wir mal nochmal in die Bürokratie. Die Putzkräfte können wir erst einstellen, genau wenn wir die Wartung haben. Ah ja, also das Mikromanagement ist jetzt fertig. Schaltet die Nahrungslogistik frei, über die sie verschiedene Küchen zuweisen können und Kantinen. Steuern sie welche Wäscherei, das kommt später. Außerdem wird der Ersatzplan freigeschaltet, indem sie den Einsatz ihrer Wachen zu verschiedenen Tageszeiten festlegen können. Sehr gut. Und schaltet den Besserungsprogrammplan frei. Okay. Auch das kommt also ein bisschen später. Was haben wir denn hier noch? Erweiterung. Er ermöglicht ihnen, Nachbargrundstücke zu kaufen. Können wir uns noch aufheben? Brauchen wir aber. Ja, eigentlich brauchen wir alles, gell? Kredit ermöglicht sich von der Bank große Geldmengen zu leihen. Okay. Steuererleichterungen. Naja, im Moment haben wir noch keine Geldsorgen. Also wir schalten es jetzt einfach, denke ich mal, rundherum ein. Der Einsatz kommt dann als nächstes. Informationen, Fortbildung oder Wachen, Rückverfolgen und Bergen, Schmuggelware. Okay, das, ja, also es ist wahrscheinlich völlig wurscht, warum man es macht. Schaltet Überwachungskameras frei. Das brauchen wir dann auch ganz dringend. Denn wir haben ja die sogenannte, ja, überhaupt den Ausdruck schon wieder vergessen. Irgendein schlimmer Ausdruck, irgendwas mit Krieg, von wegen dem Nebel des Krieges oder so ähnlich.
Das ist natürlich ein totaler Unsinn, aber gut, okay. Und das geht ja eigentlich jetzt hier ruckzuck. Deswegen schalte ich. Ah ja, da brauchen wir ja wieder den Sicherheitschef, habe ich wieder vergessen. Aber okay, gut, dafür schalte ich mir jetzt die Reinigung frei, weil da brauchen wir einen Vorarbeiter. Aber den können wir ja jetzt einstellen. Also, die Jungs fleißigen noch, dann würde ich sagen, kriegt jetzt einmal der Vorarbeiter ein Büro. Wie viel haben wir mit dem Geld? Geht noch. Dann stellen wir mal hier einen Vorarbeiter ein. Jawohl, hast du jetzt auch ein Büro? Und dann können wir die Reinigung einstellen, oder? Ja, auch die Gesundheit ist jetzt dann wichtig, weil das haben wir ja als Aufgabe. Da würde ich sagen, machen wir das als nächstes. Das kostet ja jetzt nicht so viel. Den Psychologen brauchen wir auch noch. Ah, ja, gut, wir gehen jetzt drin und wetten, wir wollen. Wir brauchen ja alles. Gut, die Reinigung ist auch freigeschaltet. Also, alles gut. Lasst uns einmal arbeiten und schauen einmal die Jungs mitten in der Nacht mit den Helmen leuchten. Wird ordentlich hier rausgedonnert. Und dann, wir können jetzt einmal, bis die Jungs fertig sind, nochmal in die Versorgung schauen, denn dann brauchen wir hier auch eben die Versorgung, denn es müssen dann ja alle Toiletten versorgt sein und Strom eben auch. Wer ist denn da? Ich glaube, es läuft nur. Aktuelle Energieproduktion 48 Einheiten. Okay. Maximale Energieproduktion 400 Einheiten. Also im Moment verbrauchen wir 48, wenn ich das richtig verstehe. Gut, dann haben wir nur ein kurzes Polster. So, wie schaut's aus, Jungs? Fast fertig? Fast fertig? Türen sind drin. Dann, da ist es soweit. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich die Versorgung. Das müssen wir nicht mehr machen. Also legen wir jetzt mal hier das Rohr weiter. Soweit. Und auch den Strom. Und den legen wir jetzt hier rüber. Wollt man nicht. Ich würde den gern unter die Wände legen. So rüber. Ich hoffe, das reicht. Und ich mache das jetzt mal ungefähr. Ich weiß nicht genau. Darüber. Jetzt hoffe ich, dass das ausreicht, dass die nötigen, die Jungs schrauben gerade noch die Birnen rein, dass das dann, also das verzweigt sie nach oben und nach unten und ich hoffe, dass es von den Kabellängen her ausreicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Gegebenenfalls legen wir einfach nur einen dritten. So, und währenddessen fangen wir jetzt an, die Wände zu bauen. Die Jungs lassen wir mal auf Schnellspeed weiter werkeln und wir ziehen jetzt mal hier unsere Betonwände rein. So, da Leute, das schaut doch ganz gut aus. Es ist eigentlich völlig egal, wie man es baut, in welcher Reihenfolge. Man sollte nicht so wie ich unnütze Wände bauen. Weil ihr seht schon, also die Wände, das kostet echt ganz schön viel. Also da zirkt es uns jetzt ganz schön Geld ab. Nein. Nein. Da kann man so leicht drüber rutschen. So Stück für Stück. Es gibt, glaube ich, auch vorgefertigte Zellen. Aber ich finde das total fad. Also wenn, dann will ich das ja selber bauen. Macht ja keinen Sinn, wenn man irgendwas vorgefertigt ist. Das kann man irgendwann später mal machen, wenn man dann wirklich gelangweilt ist, dass man sagt, jetzt wollen wir nichts mehr bauen. Aha, der Strom ist da, sehr schön. Also so wie ich das sehe, hat es mit den Stromleitungen oben. Hat der nach oben keine Stromleitungen gelegt oder sind die Jungs nur noch nicht fertig? Ansonsten müssten wir oben eine Stromleitung legen. Bauen wir erstmal schnell hier unsere Wände fertig. Ja, da geht's Geld weg, gell? Und noch aber machen wir Plus. Ja, das ist wahrscheinlich durch die staatliche Förderung. Klar, Gefängnisse werden ja vom Staat gefördert, das ist ja auch ganz logisch. Deswegen kriegt man da immer ein bisschen Geld.
Und richtig Geld kriegen wir dann natürlich erst, also richtig Geld verdienen, weil das reicht ja hinten und vorne. Wir müssen ja wahnsinnig viel ausgeben für Personal und so weiter. Verdienen tun wir dann einerseits wirklich indem wir eben die Förderungen erfüllen, also diese Auflagen, die wir da ja immer haben. Jetzt habe ich den Ausdruck vergessen, wie sagen die da? Die Zuschüsse, Entschuldigung, also durch die Zuschüsse. Und einen haben wir ja schon erfüllt, den anderen machen wir jetzt. Wir könnten noch einen neuen machen, aber das können wir auch später machen im Moment. Das machen wir dann, wenn wir das Geld brauchen. So, das gefällt mir jetzt noch nicht. Das mache ich jetzt mal schnell weg hier in der Planung. Denn ich würde fast eher. So. Gut, also, wir waren mit den Wänden noch nicht fertig. Wir machen die Wände noch schnell fertig. Das sind die Einzelzellen dann. Die müssen wir auch noch ausweisen. Da kommt der Doppelwand her. Gut, da haben wir uns vergessen. Da haben wir uns vergessen. Was ist da oben, Jungs? Ach so, ihr seid noch nicht fertig. Entschuldigung. Ja, ich bin wieder zu voreilig. So, sehr gut. Und jetzt haben wir das mit dem Strom. Das stört mich jetzt. Schauen wir da mal nochmal rein, schnell in die Versorgung. Aha, ja, das klangt nicht. Achso, wir müssen also oben eigentlich auch noch eine Stromleitung rüberziehen. Wann machen wir das? Bitte hier. So. Aber die habe ich doch vorher, spinne ich jetzt, die habe ich doch vorher gebaut. Na gut, okay. Jungs, da brauchen wir dann nur die Stromleitung. Das schaut jetzt ganz gut aus, alles klar. Ah ja, die Stromleitungen werden schon verlegt und dann schauen wir jetzt einmal. Die Birnen sind schon drin, da fehlt ein Stück. Hallo, könnt ihr mal das Stromkabel installieren? Dankeschön. Ach komm, einer fehlt noch. Jetzt ist der falsch gelaufen, oder wer? Das gibt's ja nicht. So, oder da? Ah, jetzt, es werde Licht. Sehr gut. Was und was ist mit denen? Ach komm, jetzt sag bloß das. Ach so, das ist, reicht wahrscheinlich nicht, oder? Das ist ja blöd. Bisschen arg dunkel. Wenn wir jetzt, wir könnten jetzt. Wenn wir jetzt nach oben noch eine Stromleitung legen und oben auch noch. Ich meine, das geht ja, oder? Wir haben ja gesehen, dass man Wasser und Strom übereinander liegen kann. Dann mache ich das jetzt einmal, dann probieren wir das jetzt da auch nochmal. So. Dann können Sie das aufteilen. Da ist noch nicht voll, also der Generator hat noch relativ viel Platz. Wird eng, weil wir dann müssen wir unten auf definitiv noch einen zweiten Generator bauen. Okay, gut. Steht soweit. Da haben wir in der Mitte ein Ding. Okay, könnte reichen. Dann seid so lieb. Baut ihr mir mal bitte, da können wir jetzt eine gefliest Wand, das probiere ich jetzt mal aus. So, baut ihr mir da mal noch. Duschen und was wir auf alle Fälle machen müssen, Böden, also das Bad wird natürlich gefliest, das hilft nichts, damit man sauber putzen kann. Und was wir auch brauchen, wo haben wir denn? Wir brauchen den Abfluss, das ist ganz wichtig. So, Abfluss. Müssen Abflüsse da. Sonst fließt das Wasser nicht ab. Das braucht man auch. Also an was man alles denken muss, gell? So, und dann bauen wir noch die Duschköpfe, damit wir das als Duschkopf angerechnet bekommen. Beziehungsweise wir müssen, glaube ich, den Raum erst als Dusche ausweisen, oder? Jawohl. Dann machen wir mal das erst. So, also Dusche. So, da.
Dann sagt er uns auch, Duschkopf fehlt noch, genau. Und dann machen wir jetzt gleich den, jetzt sind wir gerade bei den Räumen, jetzt wird es nämlich spannend, jetzt weisen wir erstmal das als Zelle aus. Ich glaube, das müsste so funktionieren, oder? Jawohl, da haben wir die Zellen. Und da haben wir auch unsere Zellen. Das wären Einzelzellen, das ist anders. Aha, was sehe ich denn da? Machen wir gleich, wenn die abreißen. Zack. Räume, Zelle. So. Machen wir das mal so. Passt. Danke fürs Abreißen. So. Jawohl. Und so, da haben wir auch noch was zum Abreißen, Freunde. Solala. Und dann haben wir hier noch eine Zelle. Und dann haben wir, was sagt er? 35 Zellen. Echt 35? Ah, das ist als eine. Nein! Ach Mann! Habe ich da jetzt zu viel? Also. Bitte da wieder eine Wand hinbauen. Und da müssten es hoffentlich 36 Zellen sein. Bodenbelag kommt später, haben wir kein Geld dafür. Sehr gut. Also, dann kommen jetzt die Duschköpfe. Duschekopfe. Duschekopfe. Hat der da jetzt schon die Wand gebaut? Wände? Fließt die Wand? Jetzt. Duschköpfe waren wir, gell? Jetzt nochmal, jetzt habe ich schon fünfmal gesagt, Duschköpfe. So, jetzt stellen wir aber wirklich die Dusch Spüle und Spiegel. Weiß ich nicht. Dankeschön. Dankeschön. So, also, jetzt fangen wir mal an. Ah, dann fangen wir mal da an. 1, 2, 3, 4, 5. Da hört man das. Da hört man die Wassertropfen. Das ist ja abgefahren. So, da, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Den Rest lasse ich jetzt mal noch offen. Wir könnten aber da vielleicht ein Waschbecken oder so her. Weiß ich noch nicht. Jetzt haben wir mal die. Und jetzt müssen wir die auch natürlich versorgen. Versorgen. Und das wird jetzt schwieriger. Wie machen wir das am gescheitsten? Wir ziehen das Rohr hier rüber. Moment. Moment. Gut, von oben machen wir die Toiletten und dann könnten wir von unten die Duschen machen. Ist vielleicht ganz clever. So, da la. Und dann geht es folgendermaßen. Man muss das, glaube ich, nur hier so drüber führen. Und es sogar so bauen, glaube ich. Oder so ein Netz bauen. Das müsste eigentlich funktionieren. So. Dann will die Jungs reinwerkeln. Sehr schön. Sie hört sich auf alle Fälle lustig an. Aha, da steht's schon. Gut. Ah, na, warte, Moment. Ja, gut. Das war's schon. Und die Duschen sind in Betrieb. Ausgezeichnet. Und dann könnte man mal, bevor wir da später Schwierigkeiten haben, machen wir das jetzt sogar so, dass wir hier. Genau, da das nur rund machen, dann können wir da nicht mehr auch noch was hinbauen. Da müssen wir später nicht mehr machen. Wunderbar. Sehr gut. Also, das gefällt mir. Und jetzt, wie viel Geld haben wir noch? Eieiei, das wird echt knapp. Okay. Denn wir müssen ja auch noch eine riesen Kantine bauen. Und das wird ein bisschen schwieriger. Ich glaube fast, dass wir, weil ja, mit zwei Kantinen, da bin ich echt ein bisschen unglücklich damit.
Hier hätte man jetzt schon Platz für eine große Kantine, wo die Jungs hier alle Platz hätten. Hof. Dann bauen wir jetzt zuerst einmal den Hof. Beziehungsweise jetzt möchte ich zuerst einmal schnell. Nein, wir machen es anders, jetzt von der Planung her. Und zwar werden wir jetzt haben wir nur die Minuten Zeit. Wir rüsten jetzt unsere Zellen aus. Jawohl. So dass dieser Zellenblock eigentlich ganz fertig ist. Und das heißt, die Türen kommen natürlich als letztes. Das heißt also, und das wird jetzt auch richtig teuer, jede Zelle braucht was? Eine Toilette und ein Bett. Alles klar. Also hier haben wir, nein, kein bequemes Bett, kein Etagenbett, ein altes Bett. Ja, reduziert die Bewertung, das brauchen wir. Eine Schaummatratze ist ja doch heftiger. Na, also normale Betten, da dämen wir jetzt nicht so lang rum. So, also 200. Jetzt bin ich gespannt, hoffentlich reicht uns das Geld. So, Betten. Jede Zelle. Erst machen wir erst die. Bekommt ein Bett. So. Da geht das Geld weg. Gell? Jetzt wisst ihr, warum ich gesagt habe, dass das gar nicht so viel ist mit dem Geld. So, jede Zelle bekommt ein Klo. Gut, die letzte Seite. Und ich schwöre es euch, das glaubt ihr nicht. Die versuchen sogar durch das Klo abzuhauen, wie man das aus besten Gefängnisfilmen kennt. Es ist jetzt gar witzig, liegt euch nicht an. So, und auch die Einzelzellen, die werden wir dann nachher nochmal bekommen. Natürlich aber ein Klo, das ist Pflicht. Sodala. Und jetzt haben wir alles. Jawohl, die Klos fliegen schon an. Jetzt, bevor wir damit die Jungs noch rein und raus gehen können, kommt die Versorgung. Und jetzt müssen die Toiletten natürlich versorgt werden. Und jetzt hoffe ich, dass das so weit reicht. Wenn nicht, machen wir es von unten. Kann man eigentlich gleich machen. Also machen wir den unteren Teil von unten. So. So, dann muss man das Rohr hier noch verlängern. So. Ach so, da kann man nichts hinbauen, muss man eins weiterbauen. So, da, da. So, so, so. Genau. Und die anderen von oben. Es ist wirklich ein Wahnsinn, an was man alles denken muss, gell? So, und hier sehe ich, haben wir noch keine Toiletten, aber wir ziehen trotzdem die Leitung gleich durch, dann muss man es nicht zweimal aufrufen. So. Und brauchen hier noch, habe ich da die Toiletten vergessen, Feigrot. Okay. So, die kriegen natürlich auch alle Toiletten. Die Jungs Leitungen verlegen. So, ich glaube, haben wir an alles gedacht, oder? Ich glaube ja. Gut. Ja, ich denke, das machen wir jetzt schon zu Ende. Also, auch wenn die Folge jetzt eigentlich schon abgelaufen ist, seid mir nicht böse. Nein, nicht Planung. So, wie schaut es aus mit der Versorgung, Jungs? Wie weit seid ihr? Ah, das dauert natürlich alles, weil 8 Leute, die müssen da wahnsinnig viel Zeit verlegen. Rechts steht schon, läuft, läuft auch, läuft, 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 läuft. Gut, halt mal gut.
Alles klar. So, und zu guter Letzt, die sind jetzt gleich fertig. Deswegen blinken auch überall noch diese Dinger. Braucht man natürlich, braucht jede Zelle eine Tür. Und jetzt schmeißt man noch die Türen rein. Und da machen wir jetzt wieder die orangefarbenen für. Oh, ihr seht, das ist ja allein so eine Gefängnistür kostet 200. Meine Güte. Ich hoffe, das noch langt mit dem Geld für die Kantine. So. Ich glaube, da müssen wir sogar, und jetzt haltet euch fest, da müssen wir sogar nachher sogenannte Servomotoren einbauen, damit die Türen auch alle gleichzeitig aufgehen. Das geht nicht von selber. Das müssen wir erst richtig einbauen. Ja, genau, die hat keinen Kantinenzugang. Okay, das werden wir als nächstes dann lösen. Ja, ihr Lieben, mit diesem Bild, ich lasse die Jungs jetzt so schnell fertig arbeiten, aber das schaut jetzt schon mal ganz gut aus. Der Zellenblock ist fertig. Kurze Pause. Danke fürs Zuschauen. Unbedingt das nächste Mal wieder einschalten. Beim nächsten Mal bauen wir dann die Kantine und die Küche und dann den Hof noch und dann soll sich langsam alles zusammenfügen und dann wird Personal eingestellt und dann könnten wir eventuell tatsächlich schon die ersten Gefangenen begrüße. Ich mache jetzt hier das Bürokratiefenster auf, dass ich das nicht vergisst, denn hier müssen wir weitermachen. Bis zum nächsten Mal, sagt der Herr DJ Nick. Danke fürs Zuschauen. Servus, pfiat euch.